Höfen und Rennstrecken immer für Erfolge gut war, aus dem Jahre 1928, 27 sogar, 27, also einer der ganz frühen und heute dabei gewesen. Sie sehen, er hat Kampfspuren, denn die Strecke war ja nicht ohne, aber zu der Strecke müssen wir mit dem Claudio gleich mal ein paar Worte wechseln. Er soll wohl wirklich was ganz Großartiges geleistet haben. Also, besonderer Applaus für Gerd Röser auf seinen Bugatti Typ 43. Auch hier jemand, der mit dem Auto immer wieder gerne gesehen ist, ein Ford Taunus. Ford Taunus, ist das jetzt ein Sechszylinder oder? Genau, das ist der Sechszylinder Ford Taunus mit 125 PS. Das war für damalige Zeiten, das war eine Menge. Und das Auto ist auch hier in der sportlichen Version schon fast wie ein Coupé, zweitürig, sehr elegant, sehr schick. Und das Auto eben sehr selten heute. Man sieht man einen Ford. Never. Es ist toll. Prima. Also herzlichen Dank. Weiter geht's. Jetzt kommt noch eine Reihe von anderen. Hier haben wir den berühmten VW-Bus, der auch sehr selten ist. Hier auch der Original. Er hat aber eine leichte Modifizierung, wie ich sehe. Denn er hat nicht mehr die Original-VW-Felgen, sondern da sind schon Porsche-Felgen drauf. Hat er auch Porsche-Scheibenbremsen? Er ist ein bisschen modifiziert. Macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Leistung. Hat er das? Ja, okay. Also nicht nur Serie, aber trotzdem wunderschönes Auto. Man sieht dem Auto nicht an, dass er mehr Leistung hat als ein normaler. Der berühmte VW-Bus. Immerhin aber auch für 9 Personen oder für 8 Personen geeignet. Und wie viel PS hat er wirklich? Ein bisschen. 60 PS. Naja, also nicht 34 PS, sondern 60 PS. Ein bisschen mehr. Also flott zu fahren, prima, schönen Dank. Sehr schönes, originales Auto in einer tollen Aufnahme. Auch hier wiederum ein sehr originaler Auto, ein Rekord, ein Opel-Rekord von der Mainz. Und den hat man noch vor ein paar Jahren noch alle Nase lang zum Auto gesehen. Nein, wann sieht man so ein Auto auf der Straße? Nur bei der Tour de Rue wird er uns vorgeführt. Originales Auto, zweizüge Ausführung, Schiebedach dabei. Der berühmte Opel-Rekord aus dem Jahr 1960. Ja, toll, sehr original, prima. Herzlichen Dank. Und wiederum jetzt Sportlichkeit, der berühmte Porsche 356C. Ist ein C oder SC? SC, also SC sogar mit 95 PS, mit 4 Scheibenbremsen schon. Das war die letzte Version, bevor dann die 911 Porsche kam. Hier aber eine sehr originale, sehr schönes Auto, perfekt in der Karosserie, silber lackiert. Auch sehr selten, 1,6 Liter Motor, 95 PS, das war damals schon das Nonplusultra des Sportwagens in Deutschland. Prima, schönen Dank. Der nächste ist dann der entsprechende Porsche, aber jetzt nicht als Coupé, sondern als Roadster oder als offenes Cabriolet. Auch ein wunderschöner Zustand, toll, prima, ein 1,6 Liter, ist auch ein SC oder ist auch ein SC, also wenn man Porsche C hat, hat man besser SC, also ist ein bisschen mehr Leistung. 95 PS, besser als 75 PS. Prima, schön da. Originaler Porsche, toll. Der Porsche-Sound, der Klang des Motors, immer wieder angenehm zu hören. Für die Zeit, für die, die es mögen. Ja, also hier kommt Sportlichkeit pur, ganz offen, ohne jegliches Verdeck bei dem Wind. Was machen die Augen? Kann man noch sehen? Geht immer noch. Geht immer noch. Ja, ein Traum von einem Auto. Ein Jaguar C-Type. Sehr selten. Nur im Rennsport, im Wettbewerb eingesetzt. Auf allen Motorsportstrecken der Welt. Hier Plaketten, wie Sie sehen, an allen möglichen Veranstaltungen teilgenommen. Auch hier bei der Tour de Rue finde ich ganz großartig, ganz toll. Also eine Demo für das Automobil. Finde ich ganz großartig. Prima, herzlichen Dank. Im Übrigen hatte ich heute zu Anfang diesen kleinen Spruch, wenn gestern die Leute sich bei der Demo getroffen haben, Friday for Future heißt es heute, Saturday for History. Und hier ist also jetzt die nächste Version. So, prima. Ja. Ja, meine liebe Familie, Schulte Obersohn, da seid ihr ja wieder in eurem Auto. Jedes Jahr dabei, immer wieder nett euch zu sehen. Wo ist der 190er? Zu Hause geblieben? Naja, okay, nächstes Mal. Also der berühmte, große
Mercedes 300 gefahren von der Familie Schulte-Obersohl. Schulte-Obersohl, auch häufig zu erläutern, Urgestein aus Essen, der den Wagen auch schon sehr, sehr langer Zeit hat. Ein Traumzustand, sehr original, ganz original. Das war dieser Farbton beige mit dem blauen Verdeck, blaue Lederpolster, äußerst elegant, sehr wertvolles Auto, aber auch wirklich, es lohnt sich das Auto auch wirklich so zu erhalten, weil er eben so original ist. Wunderschön. Also, schönen Dank. Weiter geht's. Jetzt kommt nämlich der Pendant, nicht der 300er als Cabriolet, sondern der 300er als Roadster. Hier ist er, der berühmte 300 SL. Mal wieder als sehr seltenes, wunderschöner Roadster von 57, 58, 59. Ein Auto einfach mit der sehr eleganten Karosserie, der passt alles an dem Auto, ist ja mal ausgezeichnet worden als das Auto des Jahrhunderts. Dieser 300 SL ist das Auto des Jahrhunderts gewesen, nicht nur von der Technik, sondern von der Linienführung her. Und er hat diesen berühmten 300 SL Motor mit Trockensumpfschmierung, mit Einspritzanlage, eine Entwicklung, die nur für Mercedes gemacht worden ist, einfach ein immer wieder wunderschönes, traumhaftes Auto zu sehen, einen tollen Motorsound. Heute kann man nicht so richtig vorführen auf dem roten Teppich, aber macht Spaß zu fahren. Also prima, herzlichen Dank. Der nächste auch dann wieder. Ja, prima. Ja, der nächste ist ebenfalls ein offener Mercedes, aber hier ein großer, wunderschöner, großer Viersitziger. Was ist es? Ein 280er? Ein 280 SE, also ein Sechszylinder mit 160 PS, glaube ich, hat er, nicht? 160 PS, aber hier in einer sehr eleganten, wunderschönen Ausführung. Wie heißt der Farbton? Wissen Sie nicht. Okay, aber ein seltener Farbton. Seltener Farbton mit einer passenden dazu Lederausstattung, sehr elegant, nach wie vor eine Karosserielinie, die immer noch heute auch zu einem Hinweis zu sagen, diese Karosserielinie hat einfach Stil, hat Eleganz, tolles Auto. Also, schönen Dank, weiter geht's. Der nächste auch ein berühmter VW, aber jetzt nicht nur, aber ganz original, wie Sie sehen, den kleinen Leuchten, aber er heißt nicht nur ein VW Käfer, sondern er hat auch eine spezielle Ausstattung. Das ist ein VW mit Okraser. Okraser war damals der Anbieter für besondere Technik. Er hatte nicht nur einfach anderen Ausdruck dran gemacht, andere Vergasanlage. Ansonsten ein sehr originaler VW in der originalen, dieser hellblauen Metallic-Lackierung. Innen auch sehr original, wunderschönes Auto. Selten heute, weil er eben die wenigsten sind so original wie dieser hier. Also, und Mädels, zwei Mädels fahren das Auto. Ja, ist ja toll. Damenteam, prima. Ja, Applaus für das Damenteam in dem VW Käfer mit Okraser. Ja, ein großer, wunderschöner Jaguar, ein Jaguar, den man so selten eigentlich gesehen bekommt. Ein Mark, ist es ein Mark 7, ja, oder? Ein Mark 7, sehr, sehr seltenes Auto, wunderschöne Karosserielinie, aber wirklich typisch englisch. Er hat einfach eine englische Form, eine englische Linie, eine englische Silhouette. Er hat aber einfach Stil und er hat Charakter, aber da haben Sie wirklich ein wunderschönes Auto, haben Sie schon lange? 15 Jahre schon, 15 Jahre. Sehen Sie mal, was das für ein elegantes Auto war von Jaguar. Sehr selten heute, Mark 7. Tolles Auto in einer wirklich makellosen Ausstattung. Wunderschön zu sehen. Also, schönen Dank, dass Sie uns den Wagen vorführen. Auch innen drin, wie man sehen kann, sehr elegant in Wurzelnussholz. Toll, tolles Auto. Ja, da kommt der Klaus Budde. Klaus Budde, der den Wagen auch schon seit Ewigkeiten hat und auch mitfährt. Wird bei der Rallye auch gefahren. Wie gefahren wird er? Michael Poth. Ja, richtig, Michael Poth. Stimmt, kam auf den Namen nicht, sorry. Also den Klaus kenne ich ganz gut, den Michael Poth kenne ich jetzt auch, hoffentlich behalte ich jetzt den Namen. Also, ein berühmter Austin Healey 3 Liter, der große Austin mit einer tollen Ausstattung, mit einer wunderschönen Lackierung, zweifarbigen Lackierung. Guck mal, mit euch kommt die Sonne wieder. Mit euch kommt die Sonne. Euch kann man gebrauchen. Also, prima. Dankeschön. Ja. Ja, da ist er wiederum. Ein Jaguar E-Typ, aber jetzt nicht nur die einfache Sechszylinder-Version, sondern das, was man
als Ultima Ratio sagen könnte, der berühmte Jaguar E-Typ V12, 12 Zylinder, Riesenpower in dem Auto, Fahrspaß ohne Ende, hier aber also eine sehr, sehr elegante, sehr tolle Ausstattung mit diesen vielen Chrom-Applikationen, also einfach ein Auto, dass man sich verlieben könnte mit einem großen Holzlenkrad. Von welchem Baujahr ist er? 71, also einer aus der letzten Zeit von den E-Typen mit 12 Zylinder, aber wirklich totschick mit der originalen British Racing Green Ausstattung. Sehr schön, toll. Herzlichen Dank, weiter geht's, bis zum nächsten. Ja, wiederum ein Porsche, jetzt aber in der B-Version, wie ich sehe, also aber etwas modifiziert, glaube ich. Er hat ein bisschen mehr Power, hat auch andere, hat er eine Spurerweiterung, man fährt das Auto einfach nicht gerne in der Serienausführung, man macht ein bisschen dran. Hier also auch sehr original, in dieser grauen Lackierung, tolles Auto und in 1,6 Liter und 90 PS oder ein bisschen mehr? Bisschen mehr. Dann macht einfach ein bisschen mehr daraus. Ja, wunderschön, schönen Dank für den tollen Porsche 356 Super 90. Zu dem Wetter. Ja, da ist er, der berühmte Porsche aus der Menden-Familie. Das Auto, das wir auch schon mehrfach gesehen haben, hier in absoluter Sportausführung, der 911 S. Aber in Renntrim, wie Sie sehen, mit anderer Tankausstattung vorne, also nicht nur einfach ein Tank irgendwo auf der Seite, sondern zum Schnellbetanken. Dann hat er auch eine andere Scheibe hinten, beispielsweise für die Beleuchtung, für die Belüftung. Ein echter Porsche in Renntrim, tolles Auto von der Familie Menden, auch hier für eine Familie, die in Essen Motorsport geschrieben hat und Motorsport immer noch schreibt. Toll, schönen Dank, alles Gute. Der nächste ist dann auch ein ganz, ganz seltener, MV Magnet. Wunderschönes Auto, eine tolle Karosserielinie. Jetzt muss ich mal fragen, ist das der Karosserielinie, ist das von den Engländern gemacht worden oder von den Italienern? Also, bitte? Also weil diese hätte ein Alpha sein können, das Auto, so elegant wie der ist, aber es ist wirklich eine so seltene, in Deutschland so seltene Ausführung, Startnummer 97, wer das Programmheft hat, kann ja mal nachlesen, ein MG, aber man meint, das wäre ein Auto aus italienischer Linienführung, weil er einfach so eine wunderschöne Karosserielinie hat, aber ansonsten doch englisch, Zweifelfelgen da drauf und natürlich von der Basis her ein britischer MG. Wie viel PS hat er? Wie viel? Acht. Also nicht so sehr viel, 68 PS, aber für die damalige Zeit aus den 50er Jahren eben normal. Aber trotzdem, schönes Auto, gefällt mir persönlich sehr gut. Haben sie auch sehr schön restauriert, toll. Also herzlichen Dank, dass sie uns den Wagen hier vorgeführt haben. Ich finde ihn so extrem selten. Mit Winkern noch, wie Sie sehen. Also keine Blinker, sondern Blinker und Winker. Prima. Also weiter geht's. In der nächste wiederum. Der Porsche 356C hier in der Gesellschaft.